Corinne Sutter schafft auch bei der zweiten Abfahrt im kanadischen Lake Louise als Dritte den Sprung aufs Podest. Das erste Ausrufezeichen aus Schweizer Sicht setzt aber Johanna Hählen mit Start Nummer 6. Die Bernerin, gestern 9., zeigt auf der witterungsbedingt verkürzten Piste eine starke Fahrt, löst alle Passagen souverän und setzt trotz dieses kleinen Wacklers im Schlussabschnitt eine erste Referenzzeit. Ich war froh, ehrlich gesagt, dass sie den Start abgesetzt haben, weil in den letzten Tagen hatte ich oben immer ein bisschen Mühe gehabt, darum ist es sicher für mich gut gewesen. Mehr als gut auch die aktuelle Form von Corinne Sutter. Die Olympiasiegerin, die sich gestern Sofia Goggia um 400stel geschlagen geben musste, greift erneut voll an, hält lange ein hohes Tempo, bis sie hier einmal kurz die Ideallinie verliert. Im Ziel aber bleiben der 28-Jährigen gut 2/10 auf Hälen und doch eher gemischte Gefühle. Ja, also die Fahrt an und für sich ist sehr gut gewesen. Also, wenn ich wollte, konnte ich umsetzen. Es ist halt allgemein, der Speed ist mir ein bisschen langsamer vorgekommen. Ich glaube auch, weil es ein bisschen wechselhafte Bühne drin hatte. Und darum ist es überall ein bisschen ringer gegangen, als jetzt gestern. Gestern bist du überall ein bisschen weiter rausgekommen, es hat mehr gedrückt, weil der Speed höher war. Und ja, heute war es ein bisschen anders gewesen zum Fahren. Genau wie gestern aber ist sie nicht zu schlagen. Sofia Goggia ist erneut die schnellste Frau von Lake Louise. Oben bereits gut unterwegs, lässt die Italienerin besonders im unteren Abschnitt den Ski laufen wie keine andere und holt sich ihren 2. Sieg in Folge. Dass an diesem Tag nicht gleich 2 Schweizerinnen auf dem Podest stehen, liegt an ihr. Die Österreicherin Nina Ortlieb schiebt sich mit Start Nummer 26 noch zwischen Goggia und Sutter und verdrängt Johanna Hählen auf Platz 4. Trotzdem, Michelle Gysin auf Rang 8 rundet einen erfolgreichen Schweizer Auftritt ab.